Das ist Mohammed. Er ist 16 Jahre alt und flüchtet aus Damaskus, der Hauptstadt Syriens. Mohammed flüchtet aus Syrien, da dort Krieg herrscht. Er bangt um sein Leben und hat Angst. Aber es gibt auch Flüchtlinge, die nicht nur wegen des Krieges flüchten, sondern weil ihre Religion ausgegrenzt wird. Oder weil sie zum Beispiel ihre eigene Meinung gesagt haben. Übrigens, jeder fünfte Flüchtling stammt aktuell aus Syrien und flüchtet aufgrund des Krieges dort. Mohammed flüchtet aus der Stadt Damaskus. Er flüchtet zuerst ca. 1500 Kilometer nach Bodrum. Von dort aus fährt er mit dem Schlauchboot nach Kos. Von Kos aus fährt er mit der Fähre ca. 30 Stunden lang ans griechische Festland. Von dem griechischen Festland aus nach Serbien sind es nochmals ca. 1500 Kilometer zu Fuß. Aus Serbien fahren sie mit einem Sonderzug nach Deutschland. Als erstes muss sich Mohammed nach seiner Ankunft in Deutschland bei einer Behörde melden. Wenn er dies getan hat, wird er in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht. Mohammed muss sich beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge melden und dort einige Formulare ausfüllen. In die 16 Bundesländer werden die Flüchtlinge nach ca. 3 Monaten verteilt. Dort wohnt Mohammed dann in einer Flüchtlingsunterkunft oder in einer Gastfamilie mit anderen Flüchtlingen. Nach ca. einem halben Jahr werden sie in Kenntnis gesetzt, ob ihr Antrag auf Asyl genehmigt wurde oder abgelehnt wurde. Wir hoffen, dass wir ihnen die Flucht von Mohammed näher bringen konnten und sie sich von den Problemen während der Flucht von Mohammed überzeugen konnten.